DSP Cosmo Royale. Diese drei Initialen wurden ihm feierlich verliehen bei den gerade erst verklungenen süddeutschen Hengsttagen, den Hengsttagen des deutschen Sportpferdes in München. Vor großer Kulisse erschien dieser süddeutsche Siegerhengst der Ponykörung 2016. Dreifache Bundeschampion. 2017, 18, 19 führte kein Weg an ihm vorbei. Zweimal Bundessiegerhengst in unserer Hauptstadt Berlin, meine Damen und Herren. Ach, wenn Züchten immer so schön einfach wäre, wie in diesem Fall mit dem Siegerhengst Cosmopolitan, das einfach gepaart mit der besten Stute ihres Jahrgangs, der Bundessiegerstute Cascada Royale. Herausgekommen ist dieses bewegungsgeniale Reitpony. Mutter, Vater selbst, Cascada Royale, auch hochdekoriert beim Bundeschampionat. Inzwischen schon erfolgreich bis zur mittelschweren Klasse im Top-Pony-Sport. Ja, und das sind auch Ponys, die Kinder reiten können. Und wie alt ist deine Tochter? Meine Tochter ist jetzt 13. Ja, 13 Jahre, schon toll. Und die kann da so gut mit umgehen. Sie hat auch selber das Bundeschampionat mit ihm gewonnen, ne? Ja, 3- und 4-jährig habe ich den Hengst geritten und 5-jährig hat Sophie ihn geritten auf dem Bundeschampionat. Und das ist jetzt so ihr erstes Jahr, in dem sie jetzt auch schon bei ihrer ersten Hengstschau reiten darf. Und das vor dem großen Publikum. Hat die Mama sich gut vererbt. Bei uns in der Wesermarsch, da war ja ein bisschen Futterknappheit. Ihr hattet Sattfutter, oder? Ja, Uli füttert sehr gerne und der Hengst frisst auch wirklich gerne. Uli füttert gerne und der Hengst frisst gerne, ja. Ich trinke auch gerne, ja. Bild für die Götter. Gerd, ich bin gespannt, was du so in den nächsten Jahren in den Ponysport investieren wirst. Was wäre das für ein Bild? Luisa, auch so schön scherpenbegrenzt hier in der Halle. Ach, ich kann es mir schon vorstellen. Super Redigkeitswerte haben Sie hier gesehen, auch beim Überstreichen. Hat er schon bei seinem HLP-Kurztest angedeutet, meine Damen und Herren, in Ansbach. Da bekam er, und das ist wirklich einzigartig, ja, im Schritt, in allen drei Grundgangarten und vor allen Dingen seiner Rittigkeit, die er hier eindrucksvoll wieder demonstriert, die 10,0. Herrschaften, das wäre ein Ausnahmevererbe unseres DSP-Zuchtgebietes Cosmo Royale. Das sieht fein aus. Ja, das Haus Thun, den können wir nur noch einmal ganz herzlich danken. Die charmante Tochter des Hauses, Sophie. Auch der Mutter. Immer sind sie zur Stelle. Jawohl, ihr seid richtig. Jetzt sagen wir mal Dankeschön ans Haus Thun aus Bad Oeynhausen für diesen Herrn Cosmo Royale.
Dankeschön, Sophie.